Hey, hey, bevor ihr jetzt wütend werdet, die Kleinen haben immerhin einen Futterkorb, der regelmäßig von ihnen selbst mit dem selbst erfarmten Futter gefüllt wird. So viele Truhen! Wie auch immer, ausgestattet mit Pfeil und Bogen, machte ich mich mal mit den Schuss- und Dodge-Mechaniken vertraut und versuchte dann mein Glück dabei, einen deutlich höherleveligen Eiktürdier zu fangen. Was funktioniert hat? Irgendwie? Oh, shit. Oh, als ob. Als ob er denn jetzt noch fängt. Ich habe nur gefangen. Let's okay, go. Nice. Zum Looten nice. Und Leveln habe ich mich ein wenig durch die niederen Mobs gefangen und die Schufterei in meiner Base durch das Errichten eines unendlichen Holz- und Steinvorkommens maximiert. Den kleinen Kerl sich da so abrackern zu sehen, war gefühlstechnisch für mich auf dem gleichen Level, wie wenn deine Eltern dir sagen, dass auf dem Heimweg noch bei Meckes gehalten wird. Einfach so pure und vollkommene Freude. Auch das große so Getür kam auch nicht umher, das Holz vom Stamm zu meddeln. Doch oh Schreck, meine Base wird angegriffen. Ein Überfall-Event. Oh nein. Jetzt kann mir noch eines helfen. Und zwar, dass die Angreifer auf der anderen Seite der Klippe spawnen, es nicht schaffen, sich einen Weg zu mir zu pathfinden und dann unvollrichteter Dinge wieder abziehen. Nein, ja, was? Das wäre dann wohl auch genau das, was hier passiert ist. Okay, na gut. Und was chillst du hier eigentlich bei den Farmtieren rum, hä? Hattest du nicht eine andere Aufgabe? Ja, so ist's besser. So ist's besser. Ein Gleiter wird uns bei unseren zukünftigen Ambitionen, dem Tod durch Fallschaden zu entkommen, definitiv von Nutzen sein. Mindestens genauso sehr wie ein Nightwing, den ich so gleich mal vom Himmel holte und mit einer für mich sehr untypischen Anhäufung vom Glück auch gefangen genommen, mich mit ihm angefreundet habe. Doch ein Sattel für das Vögelchen ist progressionsmäßig noch ein gutes Stückchen entfernt, aber vom durch die Lüfte fliegen träumen darf man ja schon mal. Und ja, natürlich gibt es hier auch Shinies und natürlich sind die hier auch brutal selten, aber wo mir gerade mal das Glück Holt war, spawnte einer direkt neben mir. Nach ein wenig Überredung von mir und meinem geflügelten Begleiter schloss er sich meiner Truppe an. Bis auf groß sein konnte der aber nicht sonderlich viel. Net to have ist aber nichtsdestotrotz. Was aber viel konnte... Ich weiß, wie es euch geht, aber ich finde... Bis auf groß sein konnte der aber nicht... Der sieht immer aus wie so ein leckerer Vanillepudding. Als müsste man den umdrehen, weißt du? Und das ist so ein Pudding in so einer Schale. Der sieht immer aus, als würdest du einen Löffel rausholen, einfach aus dem So sieht er immer aus. Wie so ein leckerer Pudding einfach. Lecker. Ja, so, oder Karamell. Ja, wie so ein geiler Karamellpudding. Geil. Mit Schoko am Boden. Sonderlich viel. Net to have ist aber nichtsdestotrotz. Was aber viel konnte, war das Foxparks-Geschirr. Oben abschneiden, durch das ich einen Foxparks einfach in meinem Team auf. Und sein Gehirn ist aus Haselnuss einfach, deswegen hast du ja auch... Okay. ...nehmen und für eine bestimmte Zeit als Flammenwerfer verwenden kann. Das sieht nicht nur mega ulkig aus, sondern macht auch wirklich gut Damage. Oh ja. Also habe ich gehört. Beziehungsweise eher rausgehört aus den Schmerzensschreien von einem Freien.